wollen wir mal sehen, was hier reinkommt, trotz des schlechten Wetters. Watt. Ja, hier ist der neue Laderegler. Der funktioniert zwar. Ich habe aber ein kleines, großes Malheur. Und zwar... Hallo, liebe Leute. Das fing so gut an mit der Solaranlage. Aber das erste Desaster ist schon passiert. Der Wechselrichter funktioniert leider nicht mehr. Das ist ziemlich ärgerlich und ich musste mir dementsprechend was Neues überlegen. Aber manchmal ist sowas auch gar nicht so verkehrt, weil ich sag mal so, den Wechselrichter, den ich jetzt habe, das ist so ein China-Böller, China-Cracker. Er ist zwar nicht explodiert, aber er funktioniert nicht mehr. Das sind die billigsten Geräte, die man eigentlich kriegen kann. Oder gut, es gibt vielleicht noch günstigere, aber im Grunde ist überall dasselbe drin. So, und nun habe ich was gefunden, einen anderen Wechselrichter von Firma Growatt. Das ist, sagen wir mal, zumindest der Volkswagen der chinesischen Wechselrichter, wenn man das so vergleichen kann oder möchte. Jedenfalls ein etwas besseres Modell. Ja, Volkswagen ist auch nicht mehr das, was mal war, aber ich sag mal so, das ist was zwischen 0 und 100 und ich habe mir ein paar Videos dazu angeguckt. Und die Erfahrungen waren eigentlich ganz gut und es gibt einen riesigen Vorteil. Und zwar dieser Wechselrichter kann 450 Volt Eingangsspannung PV-Seite vertragen. Und das ist insofern ein Vorteil, dass ich ja eine recht lange Strecke habe mit einem ja eigentlich fast schon zu dünnen Kabel. 10 Quadrat Kupferkabel für etwas über 40 Meter. Und das ist bei einer niedrigen Spannung doch nicht so optimal, weil viel Energie verloren geht. Es hat zwar ganz gut funktioniert, aber das ist auch nicht das, was den Wechselrichter jetzt kaputt gemacht hat, sondern der hat einfach seine Zeit gehabt. Der war jetzt 3 Jahre im Betrieb und naja, das war's nun mit dem guten Stück. Alles richtig angeschlossen. Ja, nun kommt erstmal kein Strom. Nachdem ich in 10 Tagen 65 Kilowattstunden produziert habe, was eigentlich wirklich gut ist. Also ich denke mal, ich wäre da, wenn ich den am Anfang ein bisschen mehr benutzt hätte, wahrscheinlich sogar auf 80 gekommen, so dass ich an die 80% selber produzieren kann. Aber nun ist Feierabend. Ich kann euch das mal demonstrieren. Jetzt mal Batterie zuschalten, dann auf 1. Seht, der geht kurz an, zeigt dann aber alles, was er auf der Anzeige hat. Die Lüfter springen in der Regel kurz an. Aber das war's dann auch. Und aus ist er wieder. Ich habe auch eigentlich Glück gehabt, weil die Lieferung aus Deutschland, das ging ziemlich schnell. Das hat 4 Tage gedauert und ja, mit ein bisschen Kreativität habe ich das Ding heute abholen können. Ich habe leider keine Benachrichtigung bekommen, aber ich habe die Paketnummer gefunden und konnte es somit aus dem Paketshop abholen und bin jetzt echt glücklich, dass das neue Teil da ist. Ich muss jetzt nur bei der Solarfläche hier hinter mir die ganzen Anschlüsse ändern, also das heißt, ich muss alle jetzt in Reihe schalten, alle Paneele. So, und habe dann ungefähr eine Ausgangsspannung von zwischen 350 und 380 Volt. Ja, und ich denke mal, dass das wesentlich effizienter sein wird. Die ganzen Steckverbindungen werden nicht so hoch belastet mit dem Strom. Und bin ich jetzt mal echt gespannt, ob und wie das funktioniert, weil im Grunde hat vorher das System ziemlich gut funktioniert. 80% unseres Stromverbrauchs haben wir damit bis jetzt locker abdecken können, ohne dass die Batterie in die Knie gegangen wäre, ohne dass wir einmal den Generator anschmeißen mussten.
Und das ist schon genau das, was wir wollten, weil wir natürlich versuchen, so lange wie möglich unseren Stromanschluss hier noch zu behalten, weil es ansonsten sehr teuer ist, das wieder anzuklemmen. Und ja, so als Backup ist das vielleicht auch gar nicht schlecht. Mal sehen, wie und ob wir den behalten und wie lange wir den behalten. Das wird sich zeigen mit der Zeit. Den Laderegler, den mir der Guido mitgebracht hat, der funktionierte eigentlich ganz gut. War jetzt gar nicht so schlecht. Nur es war wirklich parallel so, als ich den mit angeschlossen habe an die Akkubank, ist der andere kaputt gegangen. Tja, sollte wohl nicht sein. Ich glaube nicht, dass das was miteinander zu tun hat. Aber ganz ausschließen kann man es auch nicht. Aber man steckt nicht drin in den Geräten. Und es ist nun mal so, wie es ist. Der Nachteil, den dieser Laderegler hat, ist leider, dass er wirklich wenig effektiv ist. Also diese MPPT-Laderegler, die setzen einen bestimmten Spannungspunkt fest, der optimal ist für den Ladevorgang. Und den hat das Gerät immer sehr weit unten angesetzt. Und somit ist es leider so gewesen, dass der sehr ineffizient war. Also ich muss mir da noch ein anderes Gerät aussuchen. Ich denke, ich werde da um eine recht teure Variante nicht drum herum kommen. Victron Energy wäre das Nonplusultra. Aber das, was ich da mir vorstelle, da kostet allein der Laderegler schon fast so viel wie der neue Wechselrichter, Hybridwechselrichter, den ich jetzt gekauft habe. Da ist es vielleicht eher sinnvoller, sich einen zweiten Hybridwechselrichter zu kaufen und die zweite Solarfläche damit anzuschließen. Dann hat man auch für Notfall immer gleich einen Reserve. Der Nachteil ist, dass die auch im Standby ein bisschen Energie verbrauchen, aber so viel ist das auch nicht. Ganz entschlossen bin ich noch nicht, aber eins von den beiden Varianten wird es auf jeden Fall werden. Hier haben wir nun das gute Stück. Ja, ich habe da ein bisschen was abgebaut, rausgebaut, was jetzt nicht zu aufwendig ist. Das ist einmal das Element, was für die Laderegelung zuständig ist. Was die Karte ist, weiß ich jetzt auch gar nicht so genau. Aber ja, ich bin halt kein Feinelektroniker oder wie sich der Berufszweig auch nennt. Jedenfalls konnte ich nirgendwo irgendwas Durchgebranntes sehen. Ich habe mir wirklich den ganz gründlich angeguckt, aber ich konnte nirgendwo irgendwas sehen. Und auch dadurch, dass man keinen Fehler sieht im Display, sondern das Gerät einfach nach kurzer Zeit wieder ausgeht, kann was ganz Banales sein. Vielleicht ist er auch gar nicht kaputt. Also wenn ihr da einen Tipp für mich habt, vielleicht kennt ihr irgendjemanden, der diese Geräte repariert oder könnt mir einen Kontakt vermitteln von Leuten, die sich damit auskennen. Da wäre ich echt super dankbar. Einfach E-Mail an mich findet ihr hier unten unter dem Video. Oder schreibt eure Idee mit einfach unten in die Kommentare. Würde ich mich riesig freuen, wenn da was zustande kommt. Soll natürlich auch nicht umsonst sein. So, hier ist nun das gute Stück. Ist auch schon mit Parallelkarten ausgerüstet. Also wenn man drei von denen hat oder zwei, kann man die halt zusammenschließen. Bei drei hätte man dann sogar Drehstrom. Der ist auch wesentlich schwerer als der andere. Hier habt ihr mal die ganzen Daten. Ich verlinke euch den mal unter dem Video. Ich habe das gute Stück jetzt hier eingebaut. Mal sehen, ob er anspringt. Das sieht ja schon mal ganz gut aus. Ja, er sagt auch, dass er 230 Volt am Ausgang anliegen hat. Das ist schon mal 230 Volt mehr als der andere Wechselrichter. Der zeigt dir nämlich gar nichts mehr. Jetzt sehen wir mal, was hier losgeht. Wetter ist nicht so optimal heute draußen. Ziemlich diesig, bewölkt. Die Batterie lädt auf jeden Fall schon. Ja, Leute, ihr seht, es ist völlig bewölkt und macht mit der hinteren Fläche 500 Watt. Das ist was ganz anderes als vorher. Da hätte ich vielleicht die Hälfte gehabt mit dem anderen Wechselrichter. Den ersten mittelstarken Herbststurm haben wir auch schon gehabt. In der Gegend sind ein paar Bäume umgekippt, aber die Anlage steht noch. Ich habe auch nach und nach immer ein bisschen die Fundamente verstärkt und immer ein bisschen erweitert. Bin auch noch nicht ganz fertig.
aber die sind nachher so extrem schwer, dass ich mir nicht vorstellen kann, selbst bei einem starken Sturm aus Norden, dass das Ding irgendwie abhebt oder wegfliegt oder kaputt geht. Ich bin mal wirklich gespannt, ob der neue Hybridwechselrichter seine Dienste die nächsten Tage und Wochen problemfrei macht. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Daumen nach oben und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Bis nächstes Mal.